Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Was braucht noch? Der Stufe eigentlich nichts mehr, ne? Handwerker, Nähmaschinen. Nähmaschinen brauchen wir auch nochmal zwei von, sind fünf. Oh, wir wollen das ja im relativen Verhältnis sehen. So, fünf. Stück. So. Da brauchen wir das nicht. Fünf Stück immer noch. So. Ich bin es, der gescheitert ist. Oh. Du bist gescheitert, aha. Interessant. So. Wollen wir nur da. So, jetzt kommt. Grillen brauchen keine. Wäre Geschütze, je nachdem schon, aber stellen wir keine her. Moment. Haben wir keine Dynamitfabrik. So, Hochräder. Brauchen eine, das sind sechs. Dampfmaschinen. Ja. Dampfmaschinen. So. Oh, noch eine. Sieben. Und die Uhren. Auch nicht. So. Ist doch jetzt. Oh. Ach so, der Stahlbeton habe ich vergessen. So. Da haben wir eine zu viel. Sagen. Da können wir noch ein Stahl. Ein Betonwerk. Ah, komm, das lassen wir erstmal. Brauche auch eins. Sind wir bei acht. Ja, so theoretisch Überschuss möglich, aber. Die Kohle kann kommen. Verstehe ich jetzt nicht. Ne? Kohle kriegen wir langsam rein. Kriegen alles Mögliche ist langsam auf Lager. Nur Stahl nicht. Müssen wir jetzt noch einen Hochofen? Komm, dann machen wir halt noch einen Hochofen. Das ist mir auch egal. So. Ja. So, das ist mir jetzt eigentlich auch egal, ne? Also ein Hochofen. Warum kein Strom? So. So, ihr braucht keinen Strom dafür, also kann ich da auch einen Hochofen hinsetzen. Einen Hochofen noch dazu. So. Schön hier hin. Machen wir noch eine schöne Straße dahin. So. So. Das hat doch. Würde ich doch mal sagen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Feuerwache. So. 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 So, dann machen wir hier noch eine Feuerwache hin. So, dann passt das doch. Ah, haben wir schon ein paar Feuerwachen noch hingemacht. So, auch das haben wir erledigt. Das ist schon erledigt. Ja, alles mal hier
Alles, was stört, weg damit. So, bauen Sie eine Speicherstadt. Immer noch. Ne? Immer noch nicht die Speicherstadt angefangen zu bauen. Das ist ja, schon höchst kriminell. Ne? Müsst ihr mir ja schon sagen, ne? Schon. Aber es ist halt alles nicht so einfach, finde ich. Ja, vor allem unser Hafen ist nicht so groß hier auf der Insel. So. So, dann machen wir das da. Hat sie dahin um den Hafen. Dann können wir vielleicht da oben anfangen, die Speicherstadt zu bauen. So. Wollen wir mal anfangen? Speicherstadt. So. Handwerker, Speicherstadt. Oh. Ich will jetzt hier nicht die Ornamente haben, Leute. Ich will den Speicherstadt, die Verwaltung. So. So. Irgendwo muss das ja hin. So. So, wo ist denn, können wir den Reparaturkran irgendwo hin machen? So. So, dann setzen wir hier das Geschütz, setzen wir da unten hin. So. Schauen wir nochmal, ob da jetzt langsam ein bisschen Platz ist. So. So, dann setzen wir das andere Geschütz hier hin. So. So, können wir jetzt. Kann ich jetzt hier bauen? Speicherstadt. Yippie! Bauen Sie 3 Speicherstadtmodule. So, Depot. Wie viel Lagerfläche gibt das denn da? Die Lagerfläche, Kapazität 50 Tonnen. Oh. Module. Ja, Stahl kostet das, ne? Kostet deutlich weniger Platz. So. Oh. So. Ja. So, und was hat er, was gibt es denn da noch? An, bauen Sie zusätzliche Module, um Ihre Speicherstadt neue Funktionen zur Verfügung. Blablabla. Reparaturkran. Den habe ich schon. Anlegestelle. So. Das Emporium Exotik benötigt dein Meld dich, wenn du damit fertig bist. Zerstören Sie ein Linienschiff. Ah.
Wo ist es denn? Spring doch mal dahin. So. Feuer von allen Decks. So. So, Anlegestellen. Kann das Ding auch bauen. So. 40 Tonnen Stahl. So. So. Ja. Wollen wir hier noch die Module? Dann, wenn wir das haben mit dem Stahl, ja, dann. Okay. Ja, das ist schon. Schon wieder sehr interessant, ne? So. Also, Handelsverträge. Das Praktische daran ist, dass ein Handelsvertrag profitabler wird, je öfter sie ihn nutzen. Okay. Export, Import. Wale Importeure. So. Holz. So, was können wir, was haben wir denn mehr als Überschuss? Ja. Wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was wir damit machen sollen, ne? Schauen wir mal. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, was können wir denn? Können wir denn im wahrsten Sinne des Wortes rausschmeißen? Oh. Windsor Mining. Ja, da müssen wir erstmal schon ein bisschen was hier ans Land bringen, ne? So. Oh, denn eigentlich. Was können wir denn wirklich verscherbeln? Wo wir wirklich genug von haben. So. Ja, das ist schon schwieriger, ne? Das ist schon echt schwierig, irgendwas zu finden, was man eigentlich verscherbeln will. So. So, was können wir denn wirklich rausschmeißen, ohne dass das auffällt? Verpopfen. So. Können wir davon. Was tun wir uns für den Hopfen? So. So. Schnaps. Ja, wir können uns Holz dafür holen. Okay. Okay. Was sind hier Potenziale? Ware wird bereits gehandelt. So. Tausche Hopfen, Holz.
Die Komplexität jeder Ware legt das Tauschverhältnis in den Verträgen fest. Okay. So. So. Güteklasse. Okay. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob sich da was dann auch mal ergibt. Warten auf Captain Morris. 13 Minuten. So. So. Ja. Wenn wir dadurch hier diese riesen Depots einsparen können. So. Wäre ja nicht schlecht, dann wären wir ein bisschen mehr Platz in der Stadt. So, was haben wir denn hier? So. Machen wir schon ein paar Einnahmen mit der Insel. So. Was kostet denn? Achso, wir haben keinen Einfluss. Ah. So. 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 Nächste Einflussstufe brauche ich 2000 zusätzliche Einwohner. Ja. Mauer erstmal hinkriegen. Noch ist dies nicht die perfekte Formel für ein erfülltes Leben. So. So. Wie sieht denn eigentlich der Lagerbestand auf der Insel aus in Sachen Öl? 632. So. Bisschen Öl haben wir schon auf Lager. Ne? So. Wollen wir erstmal gucken, dass wir auf jeden Fall das die hier auf Stufe haben. Taschenuhren oder Hochräder. So. Startet die Maschinen. So. Wenn wir schon mal zwei Kraftwerke versorgt kriegen, reicht ja schon mal. So. So. Die Lagerinfrastruktur ist überlastet. Ja. So, da können wir noch nicht ausbauen, da brauchen wir richtig Asche für. So. Oh. Mit dem Strom können wir ein bisschen was rausholen. Kohle ist unser Problem, ne? Oh. Wir kümmern uns hier um alles. So. Ja, Kohle. Noch ein bisschen Kohle abbauen. So. So. Noch ein bisschen Platz übrig haben. So. Wollen wir mal hoffen, dass wir da auf diese Art und Weise, ja, 5 Köhlereien plus den Kohlewareeingang, den wir eh haben, ja, ein bisschen besser die Auslastung hinkriegen von den Hochöfen. Uns geht das Material aus. Ja.
So, ich sag einfach mal, bis demnächst, euer Hannibal bei Anno 1800. Ciao.